tun. Hat damit gar nichts zu tun. Ach, gucke, du weißt Bescheid. Telekolumbus und Primacom, die haben quasi fusioniert, kombiniert, wie auch immer. Sehr höchst interessant, Taro. Siehste? Dankeschön. Wieder erleuchtet worden. Wieder erleuchtet worden. Also auf Twitter gibt es von Blizzard noch nichts zu irgendwelchen Problemen. Reddit ist auch verdächtig ruhig. Ja, wir hatten hier ja bei uns jetzt auch nur mit mir zwei, drei Leute, die gesagt haben, ist gerade kacke, ne? Aber wie es so ist, Sharon hatte es gestern Abend. Ich habe es jetzt halt mitten am Tage. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir genau machen wollen. Wir gucken mal. Wir waren, glaube ich, insgesamt gefangen in so einer Mischung aus Bezirke befreien, also Side-Story gelöst und eben von der Main-Story her so ein bisschen schauen, dass wir auch da weitermachen. Ne? Wir waren ja Geisterjäger, wir waren Hexer, wir waren Assassine, das ist ja Wahnsinn. Gucken wir mal. Ich glaube, in der Themse hatten wir vom Level her die mit einfachsten, ne? Templerjagd. Ich glaube, Templerjagd ist generell auch ganz nice zum Warmwerden. Gucken wir mal. Die Frage ist natürlich, werden wir nur warm oder werden wir ein warmer Bruder? Ah, das kommt ganz auf den Kollegen an. Das kommt ganz auf den Kollegen an, Freunde. Wer im Folgenden noch schreiben möchte, dass er oder andere keine WoW-Probleme haben, den möchte mal darauf hinweisen, dass das völlig normal ist. Ne? Ihr werdet vielleicht eines Tages sogar feststellen, dass eure Freunde Disconnects haben und ihr nicht. Vielleicht sogar, obwohl ihr denselben Internetanbieter habt und dasselbe Spiel spielt. Ich weiß, das ist crazy. Dennoch ist es völlig normal und ich kann leider absolut nichts dagegen tun. Ne? Just normal für die Statistik, falls das irgendwer anhand der ersten drei Ausführungen nicht mitbekommen haben sollte, dann jetzt nochmal die Zusammenfassung. So, wie sieht's denn aus bei den Kollegen? Ich schätze mal, das ist unser Ziel. Kantholzinator, ich grüße dich. Ja, du, alles gut. Leider funktioniert Battle.net heute nicht bei mir. Deswegen haben wir den Assassin's Creed Stream von morgen einmal vorgezogen. Und sind jetzt natürlich höchst gespannt, ob in der zweiten Hälfte WoW funktioniert. Bis dahin werden wir aber einfach ein bisschen rummeucheln und gezielt attackieren. Mindblowing. Ja, ich weiß, Dani. Ich weiß. Du würdest dich wundern. Du würdest dich wundern, für wie viele das in der Tat der Fall ist. Leiche in die Themse werfen. Das ist mal eine schöne Mission, Freunde. Das ist mal eine schöne Mission. Guck mal, da können wir ja nämlich problemlos runter. Wenn wir jetzt ganz viel Glück haben, dann hat das nicht mal wer gesehen. Und ich hoffe einfach mal, dass das jetzt der Captain ist. Dann können wir die nämlich einfach einmal wegschmeißen. Oh nein, war das nicht der Captain? No, der ist da vorne. Ach, schade. Ich dachte, das war der Captain. Captain Hargrave, da ist er. Ja, gut, aber wir haben schon mal geübt. Ist ja auch wichtig, so eine Trockenübung im Wasser zu machen. Ganz, ganz traurige Sache. In die Themse, was für eine Verschwendung. Leichen kann man doch viel sinnvoller auf seine Gegner werfen. Einfach alle ins Wasser. Ja, aber vielleicht sind die Gegner die Fische im Wasser, Gnolde. Also da muss man ja heutzutage auch kreativ und ready sein, ne, für diese Belange. Das ist wohl so. Beste Szene noch und dann lasse ich die Themen für heute, glaube ich, lieber. Auf jeden Fall hatte ich ja gestern ein Gespräch, das letzte vor der Klinik. Und die beste Szene war, Herr XY, Sie sind sehr wohl erzogen und das ist gut. Manche ADHSler möchten gerne die Grenzen austesten, aber das werden Sie bestimmt nicht machen. Ich blicke ihn an und sage, wenn Sie mich nicht herausfordern. Ja, beruht auf Gegenseitigkeit sowas, ne? Wer einem keine Grenzen aufzeigt, den muss man auch nicht testen. So, Frage ist, wie machen wir das denn? Ich glaube, ein Doppelattentat wird schwierig. Aber das könnte doch... Nein! Wieso sieht er mich denn da oben? Ach, das ist schon wieder... Das ist schon wieder gar nicht schön, Freunde. Das ist... Seit wann gucken die denn hoch? Ihr miesen Ratten, das kann doch gar nicht wahr sein. Den kicken wir gleich mal so rein. Dich nazen wir so kaputt, gar kein Problem. Und du bist... Oh! Du bist auch noch fällig. Das war ja gerade fast wie beim Wrestling hier, Junge. Batista gegen Rey Mysterio. Auf Wiedersehen. Jetzt kommen hier immer mehr. Jetzt kommen sie alle, oder was? Das Gute ist, die sind ja jetzt wirklich mal Level 4, liebe Leute. Das heißt, wir smacken die auch wirklich auseinander. Und können jetzt hier mal sehr schön sehen, dass sie unsere Kampfskills bemerkbar machen, unsere Verbesserungen. Sehr schön. Schießt sie da auf mich? Putz, kann ich auch. Kein Problem. Sehr schön. Sehr schön. Ja, das ist mal sehr erfrischend im Vergleich auch zu den letzten Side-Missionen, die wir gemacht haben, für die wir ja leider deutlich zu gering gelevelt und equipped waren. Und das war jetzt mal hier in unserem Levelbereich. Jetzt muss ich den nur so justieren, dass er auch nicht auf dem anderen Boot landet. Zack. Und weg ist er. Sehr schön. Aus dem Gebiet fliehen. Na, das hat auch funktioniert und funktionuckelt. Wie im Bilderbuch. Wie im Bilderbuch mit kaltblütigen Morden. Sieht sehr gemütlich aus, wie die da liegen. Allgemein ist es immer sehr, sehr schön zu sehen, wie die Kollegen... Gottes Willen. Wie die Kollegen wirklich ihre Leichenpositionen einnehmen. Ne? Das sind manchmal wirklich sehr entspannende Beinpositionen und Co. Muss man so sagen. Sehr schön. Oh, das ist auch eine gute Stelle, gerade das Bild zu freezen.
Einwandfreie Geschichte. Der Genitalien-Assassine ist wieder am Stiese. Ja, so eine Gratis-Kastration. Andere bezahlen dafür sehr viel Geld. Ja. Andere bezahlen dafür sehr, sehr viel Geld. Twitter sagt mir gerade, dass du on bist. Ja, Voidlord, du hast da natürlich einen grundsätzlichen Fehler gemacht. Du darfst natürlich nicht sein, bis Twitter dich kontaktiert. Du musst immer auf Twitter sein. Du musst dich der Plattform und dem Vögelchen verschreiben mit Leib und Seele. Ja, mit einer Menge Liebe in jeder Masche. Was haben wir da denn noch? George Scrivens. Ich finde die Namen auch sehr, sehr schön. Ich würde auch gern mit Nachnamen Scrivens heißen oder was war's letztens? O'Donnell, ne? Oder O'Toole, aber da sind wir schon wieder bei Rocktool. So richtig schön London-Lifestyle, wisst ihr, so richtig angehaucht. Wollen wir da mit dem Boot hinfahren? Oh, mit dem auf jeden Fall nicht. Da sind Bliders drauf. Aber der sieht gut aus. Guck mal, schöner Tanker, oder? Ein schöner, schöner Tanker. Was hältst du für wahrscheinlich, ja? Arthas kehrt zurück, nicht im Vodekar Remade? Oder du ernährst dich eine Woche lang nur gesund und vegan? Boah, du weißt, das Problem bei meiner Ernährung ist ja nicht, dass ich nicht gewillt wäre, das zu tun, aber die Vorbereitung, Stefan, die Vorbereitung, die darauf gehen würde. Wenn du jetzt sagst, oder Voidlord, ich mache dir jeden Tag ein gesundes, veganes Menü, würde ich sofort sagen, mache ich überhaupt kein Problem. Hauptsache, das Essen ist da. Was ich dazu noch sparen würde jeden Tag, ja, mir nicht eine Lasagne in den Ofen oder ein Gefriergericht irgendwie in eine Mikrowelle zu hauen, das wäre super geil, da würde ich alles essen, egal was das ist, ja. Aber, ja, so, wie ich das selber machen muss, scheidet das auf jeden Fall aus, ne? Da scheidet das definitiv am ehesten aus. Ach man, was habe ich gerade bei One Piece gesehen, Guni, ne? Habe ich reichlich reingelackt. Das hat mich auch sehr gefreut. Schön Ruffy-Law-Kombo gezogen, Alter. Das war sahnig. Das war wirklich sehr, sehr sahnig. Und seien wir ehrlich, auch total verdient, oder? Natürlich. Natürlich. So, jetzt müssen wir hier vom Schiff runter. Möglichst ohne brutal zu verrecken dabei. Wir sind auch direkt im Bleiders-Territorium. Da ist die Pulente. Und du bist... Oh, das ist dann George. Da haben wir einen. Void 4. 4 Monate. Das passt doch. Auch Schaum ist Bier. Das stimmt. Ich danke dir. Danke, danke. Ich habe allerdings gemerkt, wie sehr mich das Einkaufen und so fertig gemacht hat. Hat mir wieder aufgezeigt, wie sehr ich wohl die Klinik brauche. Ja, aber seien wir ehrlich, Einkaufen ist auch manchmal dazu gemacht, einen fertig zu machen. Das geht vermutlich auch ab und zu mal allen so. Das kann gut sein. Ne? Was heißt, es kann gut sein? Das kenne ich auch von mir selber. Einkaufen ist auch manchmal Krieg. So Freitagabends zum Beispiel oder sowas. Oh, sehr belassen. Sehr belassen. Ich bin nicht nur auf Twitter, ich bin Twitter. So muss es nämlich sein. Ja? Genau so muss es nämlich sein. Ich weiß auch gar nicht genau, warum wir nicht mit Jacob das Ganze machen, aber wir vertrauen mal auf unsere gute Schwester an der Stelle. Wir sollen ihn wieder gefangen nehmen. Das ist ja gerade nicht die dümmste Position. Ist denn ernst? Nee, du hältst jetzt mal vor allem die Phrase da. Oh nein, es ist zu spät. Oh, es ist zu spät schon wieder. Das ist aber gar nicht schlecht, haben wir letztes Mal festgestellt, weil... Wenn wir entdeckt werden, rennen die ja weg, was ganz cool ist. Das heißt, wir können ihn jetzt hier mal eben rammen. Und wenn er dann da jetzt am Boden liegt, dann hauen wir mal eben ab. Und ich glaube, wir hätten ihn nochmal gezielt messern sollen oder so, ne? Weil jetzt werden wir vermutlich schon wieder zu vielen verfolgt, könnte ich mir vorstellen. Die sich aber erstmal mit dem Polizisten prügeln, was sehr, sehr ehrenwert ist, liebe Leute. Was sehr, sehr ehrenwert ist. Sehr, sehr gut. Klinik und Einkaufshäuser auch nicht abschaffen. Ah, nee, wird Einkaufshäuser auch nicht abschaffen. Ja, das stimmt wohl. Das ist leider wahr. Das wäre sehr, sehr schön. Aber die Klinik ist noch nicht erfunden worden, ne? Bei der wir nicht mehr einkaufen gehen müssen. Und nicht mehr von fiesen Rentnern am Freitagabend irgendwie angerempelt werden. Beim Joghurtregal. Das ist der Dream, liebe Leute. Das ist leider der Dream. Hat er über 500 Gems angespart. Alter, du machst Sachen, ne? Du machst Sachen. So, kann ich den jetzt mal mitnehmen hier? So, nochmal zusammengelatscht und dann bist du jetzt mein Kollege hier. Muss ich nur gucken, wo ich lang gehe. Da bin ich mir auch nicht ganz so sicher, weil überall habe ich rote Pfeile. Das ist sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Schön mit dem Wagen in die Hacken fahren. Ja, genau diese Geschichten, ne? Genau dieses generelle Rentnertum, so den ganzen Tag Zeit, aber irgendwie auch nicht. Ja, den ganzen Tag irgendwie doch nicht Zeit, weil es läuft ja unser Charlie. Man muss ja auch zum Wochenmarkt und so. Das sind ja ganz viele Möglichkeiten. Sag mal, was labert er denn hier? Er redet ja mehr als ich die ganze Zeit. So. Was genau ruft die Polizei auf den Plan? Könnte es der Schmuggel und Verkauf von Rauschmitteln sein? Oha. Ja, da sagt doch nichts mehr. Jetzt komme ich hier echt nicht hoch. Boah. Die Wege, ne? Die Wege in dieser Winkelgasse. Das ist auch super belassen. Rukuor, danke schön für deinen Sub. Freut mich sehr. Was denn jetzt mit dir? Lassen Sie mich! Ich sagte, lassen Sie mich! Lassen Sie mich! Bitte helfen Sie mir! Eine Armlänge Abstand. Nope. Sagte, unser Charlie läuft noch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber das war immer so.
Wenn ich bei meinen Großeltern war, es lief immer unser Charlie. Immer. Immer dieser Affe, überall, ob zum Abendbrot, ob zum Mittag, ob ich weiß nicht, ob sie es aufgenommen haben oder ob es irgendwie einen extra Rentnersender gibt, wo den ganzen Tag nur unser Charlie läuft, aber das war auf jeden Fall der Lifestyle. Da war ich allerdings auch zwischen 7 und 10 Jahren alt, also ist auch schon eine Weile her, aber es würde mich sehr wundern, wenn unser Charlie abgesetzt wurde, oder? Wo kommen wir da denn hin? Ich kann eigentlich auch rennen mit ihm. Ist mir natürlich wie immer rechtzeitig eingefallen. Hier ist kein Pferd dran, nehme ich an, oder? Da finde ich eine Kutsche hier in der Spielstraße und da ist kein Pferd dabei. Aber da vorne, das sieht doch gut aus. Da sind schon wieder lauter Polizisten drin. Ich riech das schon. Ich riech das schon, meine Güte. Sandor, Hallöchen, du bleibst jetzt hier. Lassen Sie mich, Junge. Es gibt immer wieder aufs Neue in die Fresse. Immer wieder rein. Kein Problem. Mehr als du reden geht nicht. Sandor, doch, guck mal, der gute Mann hier. Der schafft das. Ich habe noch nie so viele Dialoge hintereinander hier gehört von dem Typen, den ich gerade entführe. Das ist das erste Mal, Junge. Premiere. Premiere. Lorchi Lord, dankeschön für deinen Sub. Freut mich sehr. Freut mich sehr. So, rein mit die Viechers. Zack. Anti-Ritter-Style. Und dann fahren wir den auch noch weg. Ich bin hier gefangen. Ja. So helft mir doch. Er schreit wirklich rum, ne? So helft mir doch. Jetzt wollen sie ihn wirklich befreien hier. Das gibt's doch gar nicht. Ein Stinker. Oh, ja. Das überlegen die sich in Zukunft nochmal, ne? Ob die mitmachen hier bei der Befreiungsaktion. Ja, Freunde. Wer uns rammt, der sollte damit rechnen, eine Runde zu fliegen, ne? Das ist so. Oh, hier Werbung für Kohl. Das ist schön. Sehr gut. Gucke da. Die Kopfgeldjagd. Auch geglückt. Sehr oh, Revolverheld-Umhang. Der sieht auch schön aus. Was sind so eure Lieblingslieder von Revolverheld, liebe Leute? Ist natürlich eine unserer größten deutschen Bands überhaupt. Ja, da fragt man sich natürlich, wer sind die Ärzte? Wer ist Rammstein, wenn wir doch Revolverheld haben, oder? Ganz wichtig. Da war ja diese schöne Zeile, ich glaube, Scheiß auf Freunde bleiben war eins ihrer bekanntesten Lieder, ne? Wo sich da so Pärchen kloppt und dann oh, raus hier und Scheiß auf Freunde bleiben und so. Und das gab es auch auf SingStar und ich erinnere mich an den sehr schönen Moment. Den sehr schönen Moment, wo meine Cousine gesungen hat, die eigentliche Zeile, pack deine Sachen ein und raus, du bist hier jetzt nicht mehr zu Haus und scheiß auf Freunde bleiben, sang sie immer wieder, pack deine Sachen ein und aus. Fand ich sehr gut. Also die Szene wirklich, ja, fände ich auch im Musikvideo besser dargestellt eigentlich. Wenn so, pack deine Sachen ein und aus, so, Ansage, ja, fände ich auch wirklich besser. Würden bestimmt mehr Beziehungen auch halten, wenn das so funktionieren würde. Aber nee, haben sie ja eigentlich wieder anders geschrieben. Ganz traurig. Und Lauf, Gnolle hat sogar wieder was anderes verstanden, siehst du? Eine sehr mystische Zeile, ja. Eine sehr, sehr mystische Zeile. Freunde, ich muss es euch so sagen, ich muss es gestehen, die Themse ist bald unser, ne? Die Themse ist wirklich bald unser. Was haben wir hier noch? Templerjagd? Tom Eggleston, finde ich super. Da können wir auch schnell reisen. Was haben wir hier denn? Verschlossene Truhen. Ey, gut, verschlossene Truhen ist natürlich, ich sag mal, super lame. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Deswegen verpissen wir uns auch direkt wieder. Dachte, das sind die Krawallbrüder. Kann auch sein. Also Krawall haben die bestimmt auch genug gemacht. Ne? Pogo-Kreis auf dem Revolverheld-Konzert. Man kennt es definitiv. Danke auch, dass du mich immer zum Lachen bringst. Das freut mich sehr zu hören. So, wo wollte ich jetzt hin? Ja, jetzt war ich so voller Freude, dass die Freude gleich meine Ohren verstopft hat. Da kriege ich so einen Hals. Also es ist wieder nur die Markierung weg. Sobald wir irgendwie in die Nähe eines Hauptziels kommen, ist meine Markierung immer weg, ne? Dann wollen die unbedingt, dass wir die Hauptmission machen. Aber ich sage nein, ich bin ein selbstbestimmendes Individuum. Jetzt in diesem Moment bin ich sogar eine starke und selbstbewusste Frau. Und dazu natürlich noch witzig, das wissen wir. Comedians in 2019 müssen keine Männer sein. Und darum lassen wir uns hier von dem Spiel nichts vorsagen, ne? Wir lassen uns mal runterfallen. Bam, gar kein Problem für uns. Wir haben starke Knochen. Und dann geht's hier einmal rüber. Einmal schön rüber themsen. Der Lifestyle. Ich wollte auch nur mit dir chillen. Gnolde komplett Oldschool Revolverheld-Fan. Ja, hat alle Zitate einfach ready. Finde ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gute Sache. Aber auch 5 neue Legenden bekommen. Davon sind 3 auch richtig gut. Leider nicht das, was ich wollte. Ich habe auch echt viel Stuff gezogen. Ich habe irgendwie auch den Mammut-Jack nochmal bekommen, den ich super nice finde. Ja, auch mit Pirate XP Boost und so. Ja, hier ist eine Kiste. Ja, gut, dann können wir eigentlich, oder? Kann ich runter? Eevee, wie sieht's aus? Runter, loslassen? E? Nein? Vielleicht? Ja. Ah ja, okay. 10-mal drücken, man kennt ihn. Und dann klaue ich euch hier jetzt eure Kiste. Hatte ich auch einige dabei, ne? Und Garb hatte ich zum Beispiel auch und so. Also jetzt nicht die Überrenner, aber gerade Jack, ich bin ein bisschen Jack-Fan. Ja, habe ich sehr gefeiert, auf jeden Fall einen guten Mann zu sehen nochmal. Finde ich gut. Suidane, hallöchen. Grüße, Grüße, Domine. Hi. Spiel bitte mehr Jacob. Hallo.
Ich bitte dich, ja, also, liebe Damen, ihr müsst euch doch eigentlich voll repräsentiert fühlen und so weiter. Also, viele, was ich hier gerade mache, ist für viele unterdrückte Frauen in der Neuzeit einfach der Arbeitsweg. Ja, also, da müssen wir auch mal unseren Hut ziehen und sagen, meine Güte, zum Glück haben wir die Gender-Debatte und beschäftigen uns jetzt mit solchen Themen. Ja, da muss man sich auch mal freuen und sagen, hey, wir sind's, die gute Dame hier in der Runde. Hier haben wir noch eine Fracht, die können wir stehlen, das machen wir glatt einfach. Das ist jetzt meine Fracht, ne? Die stört das gar nicht, oder? Das ist mal eine gute Wache. Seht ihr das, wenn man Männer hier einstellt? Ich höre schon auf. So, wir hüpfen rüber zu unserem Ziel. Ich hoffe, diesmal ohne größere Umwege. Kann ich hier überhaupt drauf, wenn da Rauch rauskommt? Ja. Oh, irgendwie bin ich mir gerade nicht mehr ganz so sicher, dass ich hier auf dem richtigen Dampfer bin. Mal gucken. Mal gucken. Machst du BlizzCon Reaction Stream? Nee, wird es nicht geben. Ich werde Videos machen, aber Reaction Stream ist nicht geplant, zumal man auch nicht einfach restreamen darf. Und mit der Rechtsabteilung von Blizzard möchte ich mich nicht unbedingt anlegen. So, dann hüpfen wir hier jetzt runter. Hier auf diese Balken. Und jetzt kommt hier nie wieder ein Schiff. Das war's jetzt. Jetzt kommt hier nie wieder ein Schiff. Ich hasse Frauen. Ja gut, dann ist es auch schlecht natürlich, diese Sache nachzuvollziehen oder sich irgendwie repräsentiert zu fühlen. Aber so ist das dann. Ne? Aber wir Männer, sobald wir auf Jacob sind, ja, mit Gang Gang und so weiter, da sind wir natürlich, also hallo. Da ist ja alles adäquat repräsentiert, ja, ich bitte euch. Und darum geht es natürlich auch bei Videospielen. Nämlich das Gender adäquat zu repräsentieren. Was anderes steht gar nicht im Vordergrund. Ne? Wie will man Spielspaß haben? Spielspaß. Wie will man das haben sonst? Ich wollte aufhören bei so, weil ich kann nicht. Es triggert mich, dieses Thema. Wir gucken mal, was ich noch so triggern könnte. Da oben sind Vögel. Jetzt fährt das Schiff ab, Alter. So, hallo, schöner Hut. Oh nein. Oh nein, du hast nichts gesehen. Ich bin gar nicht da. Oh nee. Oh nee. Oh, dieses miese Schiff, ne? Die ganze Zeit steht es da. Und es muss in dieser Sekunde abfahren. Da könnte ich vor Wut hier den Schuss dodgen und die Truhe öffnen. Also ganz ehrlich. Und dann könnte ich hier vor Wut hochklettern. Jawohl. Noch, komm schnell. Der schießt. Der schießt. So. Da sind wir oben. Und dann machen wir uns hier mal zwischen den Kutschen so nach dem Motto auf Wiedersehen. Einen bunten. Einen schönen, schönen bunten. Die Pfeifen sind auch keine Comedians. Serdar Somuncu ist der einzig wahre. Serdar ist natürlich ein sehr, sehr guter Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich den... Oh, oh. Alter, sie sind überall. Wirklich als Comedian mit einordnen würde. Er ist ja auch irgendwo... Irgendwo Künstler. Hat er jetzt auch ein Album gemacht, glaube ich, ne? Und ist ja auch nebenbei noch Kabarettist und dann noch Musiker und alles. Also, Serdar ist so ein Next-Level-Ding irgendwie, ja? Serdar ist einfach Next Level. So, ja, aus dem Gebiet fliehen. Das kann ich ganz gut, muss ich sagen. Dafür bin ich geboren worden. Wir verpissen uns. Guten Tag, die Herren. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit den miesen Killern. So, nehmen wir hier die Kutsche. Wieso so ein Ein-Mann-Ding? Das stört doch keinen. Und dann drehen wir hier auch schöne Runde. Welcher jetzt? Meine Güte, diese miesen, miesen Gegenverkehrsfahrer hier. Da kriege ich wirklich einen kompletten Hals. Gibt's doch nicht. Templerjagd haben wir. Sehr gut funktioniert. Läuft bei den Side-Missionen. Die Rechtsabteilung von Blizzard, die hat Activision bestimmt schon lange auf einen unterbezahlten Jurastudenten reduziert. Ich glaube, da sind sie sogar sehr hinterher. Ich glaube, da sind sie hinterher. Ich bin eine Frau und hasse andere, weil Frauen einfach. Nee, warte. Ich bin eine Frau und hasse andere. Achso, weil Frauen einfach. Ja, was macht man da jetzt eigentlich, Freunde? Was macht man eigentlich so als weißer Ritter im Internet, wenn jemand sagt, ich hasse Frauen? Und dann ratterst du serious all das runter, was ich gerade so ein bisschen in humoristischer Art und Weise versucht habe darzulegen. Und dann sagt er aber, ja, ich bin eine Frau. Was macht man dann eigentlich? Ist man dann nicht entwaffnet im Geiste direkt? Schwierig, ne? Schwieriges Ding auf jeden Fall. Schwieriges, schwieriges Ding. Dieses Emote, ah. Juti, hätten wir das auch. Läuft bei uns. Zack. Einmal die nächsten Bezirke cleared. Schön. Wenn das nicht schön ist, oder? Dann weiß ich auch nicht. Wie gut, dass ich keine Frau bin, sondern eine Otaku-Girl. So, Freunde. So geht Gendern. So geht nämlich Gendern. Einwandfrei. Wir wollen zum nächsten Aussicht... Hallo, wo parkt ihr denn hier eure Pferde? Wo habt ihr euren Führerschein gemacht? Hör mal, du brauchst den eh nicht mehr da unten, ne? Der braucht den erstmal generell nicht mehr. Freunde, die Steuerung leckt gerade ein bisschen, ne? Deswegen fahre ich gerade nicht so gut wie sonst immer, falls sich jemand gewundert hat. Kann das Pferd hier nicht runter? Ja, will kein Seepferd werden, kann man irgendwie auch nachvollziehen. Wir machen uns zum Aussichtspunkt und haben dann, glaube ich, unsere letzte Mission. Für ein Zwei-Feiertags-Dünner. Oh, Sandor, einfach 25 auf den Nacken, bist du denn wahnsinnig? Ich danke dir für deine Donation und für die Steigerung meines eigenen Mastverhaltens. Es freut mich wirklich sehr. Ich danke dir
Ich danke dir. So, wir hüpfen rüber und sind jetzt mit der neuen Döner-Motivation natürlich ganz anders. Wie fährt denn das jetzt? Jetzt wechselt das Schiff, wechselt die Spur, Junge, dass ich das mal erleben darf. Hier, seht ihr das? Sieht man das? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wunok, hi, grüße dich. Oh, hier ist wieder schön Holz. Wir müssen aber noch ein Stück. Da ist wieder eine Bleitausfracht, die können wir eigentlich auch mal mitnehmen. Hoppala, können wir den hier nämlich mal schnell natzen. Zack, so, gute Wache. Und dann nehmen wir hier die Fracht noch schnell mit. Wird ja keinen weiter stören. Und dann muss ich ja irgendwie von den Schiffen runter, die in diese Richtung fahren. Ich glaube, das ist hier gerade eine ganz gute Möglichkeit, die sie uns auftut. Schöner Schlusssprung. Schöner Schlusssprung. Sehr gute Sache. So wollen wir es nämlich haben. Im Internet sind 90% aller Frauen doch behaarte, dickbäuchige Fernfahrer Mitte 50 und mit Latzhose mit nur einem Riemen oben auf der Schulter. Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, so ein zweiter Riemen ist auch teuer. Versuch mal nur einen richtigen Riemen für deine Hose zu bekommen. Das ist wirklich nicht schön. Das ist wirklich gar nicht schön. Hast du Black Flag auch gespielt? Nee, werde ich auch nicht können wegen meiner, was war der richtige Begriff? Thalassophobie, ne? Ich bin ja so komplett Wasser allein hier jetzt reinzuspringen und zu tauchen. Wäre so ein bisschen mein Untergang, aber ich glaube, ich muss es tun, ne? Oder wir fahren damit, das geht vielleicht auch. Und da Black Flag auch viel mit Piraten und so ist, was natürlich cool ist, aber auch mit Unterwasser und mit Haien und all solchen Sachen, ist das leider ein Game, was ich nicht spielen kann. Ich konnte damals auch Far Cry, ich glaube, der dritte war es, nicht zu Ende spielen, weil relativ früh gab es eine Mission, wo man in einer Höhle nach Medizin tauchen musste. Und diese Höhle war unter Wasser und da waren Haie. Deswegen konnte ich da zum Beispiel auch gar nichts mehr weitermachen. Ja, das ist relativ schade. Soll ich von Chloa fragen, wie sich dein Mast sonst so verhält? Er steht aufrecht. Er steht aufrecht und ist durch keine... Oh, im Gegensatz zu diesem guten Mann, ist er auch nicht durch Wind und so weiter einzuknicken. Ja, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, Freunde. Überhaupt kein Problem. Gut, ich vermisse es gerade ein bisschen, mich da hochziehen zu können. Also sonst hatten wir ja irgendwie an sämtlichen Masten und Häusern immer unser R aufleuchten, mit dem wir uns hochziehen konnten. Das vermisse ich irgendwie hier in unserer heutigen Runde, aber ja, so ist das manchmal. Zu viele Riemen verderben den Brei, genau so ist es nämlich. Oh, guckt mal da, mit Mond heute. Oh, das ist schön. Oh, das ist, oder? Sowas ist doch pure Ramontik. Das ist doch hier pure Ramontik gerade, finde ich klasse. Finde ich klasse. So viel zum Thema Veganleben. Mit solchen Bitten musst du ja Döner essen. Na gut, wir würden uns natürlich alle für das Experiment zurückhalten. Und ihr würdet dann natürlich die Tofu-Donation einführen. Ne? Völlig logisch, da würden wir uns alle für diese Woche kurz umorientieren. Vielleicht auch sexuell, Voidlord. Ja, du würdest da sicherlich manch einen auch auf diverse andere Experimente einladen. Und danach ist es dann wieder alles normalisiert. Ne? Es ging ja nur um ein kleines Experiment. Hier kann ich doch jetzt wieder durchsliden durch das Ding, oder? Hey, schön den Helix-Glitch gegönnt. Nice Sache. Schnellreiseziel. So wollen wir's haben. Jetzt haben wir hier noch zwei Missionen tatsächlich. Okay, jetzt haben wir hier zwei. Simon Chase. Der heißt schon Chase. Den werden wir verfolgen müssen. Oder? Ich hab da so ein ganz seltsames Gefühl irgendwie. Und der ist da drüben. Oh, wieder über die Schiffe. Also heute wollen sie es wissen mit ihren Schiffen, ne? Heute wollen sie es wirklich wissen. Versteht er? Heute. Oh, Übergag, oder? Mit dem Heuwagen hier. Alter, schreibt den auf jeden Fall auf, wenn ihr jemals irgendwie jemanden seht. Irgendwie im Seminar, in der Berufsschule, im Studium, auf Arbeit und er hat so einen Assassin's Creed Pullover an. Und dann geht ihr einfach auf ihn zu und sagt so, na, schöner Tag, heute, oder? Boys, safe date. Safe instant date, sofort Hochzeit und so, einfach nur wegen diesem Übergag. Richtig nice. Und wenn er oder sie, je nachdem, ja, wenn er oder sie nicht drauf anspringt, wisst ihr, ist Hater. Ist nur Mitläufer, hat Assassin's Creed und euch nie wirklich geliebt. Ja, und so kann man das direkt differenzieren. Sag ich euch jetzt als Assassin's Creed Overlord und Fan der ersten Stunde, wie man das eben einzuschätzen hat in solchen Momenten. So, ich weiß nicht genau, warum ich hier gerade hochklettere. Ich meine, ich wusste genau, dass hier noch so ein Ding liegt. Und ich vermisse wirklich mein Rüberziehen. Na endlich, Alter, wie lange ich jetzt hier auf den komischen Schiffen rumspringen musste. Ich fass es nicht. Aber WoW, hast du dich durch den Tempel gebissen? Also, in WoW geht's stellenweise. Vor allem auch im Raid zum Beispiel gab es ja jetzt auch im ewigen Palast diese Tiefseephase. Und das ging irgendwie. Ich weiß nicht genau warum. Möglicherweise, weil wir mehrere haben, die tatsächlich auch so unterwegs sind. Ja, Rocktool kackt sich da auch immer gleich mit ein und so. Man hat so ein gemeinschaftliches, beschissenes Gefühl. Ey, verpisst euch hier, Alter! Wie verjage ich die denn? Wie, so? Nee, hä?
Wie verjage ich denn? E, F, C. Hallo? Oh, okay, wenn ich schleiche, verjage ich sie. Und dann gleicht sie das irgendwie so ein bisschen aus, ne? Aber ansonsten, sobald Tiefsee, sobald irgendein Fisch oder so. Ja, wir waren früher auch oft im Urlaub am See, sobald mich da irgendwas am Fuß berührt hat, irgendeine Alge oder so, Endstation. Endstation, hast du mich nicht mehr gesehen im Wasser. Du weißt schon, dass du schwimmen kannst. Ja, aber echter Assassin schwimmt doch nicht, oder? Hier musst du ja full Parcours gehen, sonst hat das doch gar keinen richtigen Sinn. Jack habe ich auch bekommen. Die anderen beiden neuen Guten waren Cracker und die Sanji Judge-Legende. Die ist auch gut, glaube ich. Wobei das glaube ich, auch abhängig ist dann, ob du die anderen Heinis hast, ne? Die ganzen Ichi-Niji-Heinis. Schwierig. Schade, dann wirst du Odyssey wohl auch nicht spielen. Naja, es kommt drauf an, wenn ihr mir nicht erzählt, dass es solche Level gibt, dann möglicherweise schon. Deswegen tun wir jetzt einfach so, als hättest du das nie so erwähnt, ne? Und dann passiert das bestimmt auch. Passiert das bestimmt auch. So, was müssen wir machen? Lebendig zurückbringen. Was haben die denn mit ihrem lebendig zurückbringen, oder? Was soll denn das? Sind wir irgendwie Mutter Teresa oder ein Assassine? Der sieht uns schon wieder. Ich fasse es nicht. Doch nicht? Doch, wollte ich auch sagen. Jetzt kommt er ja rüber. Und dann gibt's direkt mal den Dolch in die Fräse. Dann haut der doch aber wieder ab. Die sehen mich irgendwie zu schnell in letzter Zeit. Ich habe doch extra die Stealth-Level erhöht, hör mal. Und trotzdem machen die hier einen auf... Oh, ich muss eine Attacke starten. Ich sehe einen Assassin. Das ist voll nicht nett. Das ist... Was macht er? Er hat das mit dem Wegrennen jetzt nicht so verstanden, ne? Kann man das mal so stehen lassen? Er ist jetzt irgendwie, ich sag mal, nicht der Beste im Wegrennen. Also das ist so die Art und Weise, wie, weiß ich nicht, wenn jemand auf Dream zukommt und fragt, wie läuft das Studium, dann ist das hier gerade das metaphorische Beschreibungsbild, was er nutzen könnte. Und bei den anderen sieht es irgendwie nicht besser aus, ne? Er weiß auch nicht genau, wie er da rumkommt. Aber gut, du, warum nicht? Warum nicht? Guten Tag! Ja, was, ne? War jetzt richtig überraschend. Wer hätte damit rechnen können? Oha, was ist nur passiert? Voll schade. So, sie zielt auch auf eine ganz andere Richtung. Leise, ich erstmal alle umrempeln. Beruhige dich, Marius hier. Ruhig jetzt, ruhig Blut. Wir machen uns schön auf den Weg. Geile Sache. Geile Sache. Wie ist dein Stream? Dann gönne ich dir ein paar Schwimmspiele. Schwimmspiele ist Steam, meinst du, ne? Nee, nee, muss ich sein, Sandor, dankeschön. Dankeschön. Du gibst mir schon so ganz viele tolle Sachen. Muss ich sein, danke. So, ja, wir entführen einfach, oder? Oh. Okay, das war jetzt nicht so wie geplant. Du hältst die Fresse, dann nehmen wir die Kutsche hier. Mann, ich wollte mal eine klauen. Nee. Klären Sie das mit der Polizei. Genau, klären Sie es mit der Polizei. Hier rein da, das ist jetzt dein neues Haus und Fresse halten. So. Ich sitze in der Falle, hol mich hier raus. Jetzt kommen echt wieder welche, wollen ihn rausholen. Oder, oh, frontal heute. Butz. Bam, und weg mit dir, du miese Kanaille. Das gibt's doch nicht. Oh, Vorsicht, hier Kinder auf den Straßen. Oi, 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 sehr belastend. Da vorne können wir schon abgeben. Das ist super, dann müssen wir hier vielleicht gar nicht groß fighten heute. Es sei denn, wir müssen vorher wieder anonym werden. Nö, müssen wir gar nicht. Müssen wir gar nicht. One Piece Treasure Cruise spielen wir immer auf dem Handy hier, ne? Ein bisschen App gelöst. Also immer spiele ich abends, wenn ich mal nicht schlafen kann. Bin ja jetzt nicht der mega Handy-Gamer so. Du Huan, es läuft bestens. Das sah aber gerade anders aus, Stream, ne? Das sah anders aus, das müssen wir leider dazu sagen. Das müssen wir dazu sagen. Wir machen da was. Klage an Craft geht raus. Danke. Wir setzen erstmal fort. Und wir setzen lieber auch fort, anstatt meinen Fuß ins Gefängnis. Guck mal, wie die Map sich auch verändert, wenn es dunkel ist, ne? Hier schön die ganzen Türmchen und Kirchen am Leuchten. Finde ich klasse. Und unten unsere letzte Mission. Die Jackal-Brüder. Oha. Die Jackal-Brüder. Man darf gespannt sein, Tirano. Hallöchen. Subnautica spielen. Das ist... Oh. Oha. Subnautica wäre mein Ende, ja? Ich habe mir schon mal ein paar Jumpscare-Compilations, heißt das ja immer, angesehen. Mit O, nicht mit U, ihr Schweinchen. Und das wäre definitiv mein Tod, ja? So, wir verfolgen die Alte diesmal. Weil letzte Mal, als wir so eine Mission hatten, ist sie ja weggekommen. Wir dodgen die Kugeln. Dodgen immer mehr Kugeln. Und dann gönnen wir uns die alte Zibbe. So. Oh shit, das sind so viele. Oh mein Gott. Ist das clever, was ich hier mache? Ich glaube nämlich nicht. Ich habe so das Gefühl, dass es nicht das Cleverste ist, was ich tue. Deswegen gehen wir mal nach oben. Was machen die jetzt? Kommen die jetzt mit hoch? Rennen die weg? Bin sehr verwirrt, Boys. Sehr verwirrt. Unser Ziel rennt auf jeden Fall da vorne weiter. Ich bin super confused. Super confused, was hier abgeht. Weiter! Come on! Vielleicht kriegen wir die über ein Luftattentat noch. Weil letztes Mal sind wir auch einfach nur abgehauen, weil es zu viele Gegner waren, ne? Und dann hatten wir die ja nochmal in der Endmission.
Ich würde die echt gerne holen, die Räudige, aber sie ist so schnell, Junge. Ist das Usain Bolt oder was? Ey, ich hab den Highground und sie rennt hier, als gäbe es keinen Morgen mehr. Was ist denn mit der? Holy fuck. Holy fuck. Okay, ich glaube, diese Missionen sind echt nicht dazu da, den Anführer direkt zu töten, weil das ja auch in den Endmissionen dann immer nochmal der Fall ist. Ja, die ist weg vermutlich. Was für eine miese Ho. Sie entkommen. Hat ihr große Fresse und haut dann ab, wenn ich ihr ein Messer in den Rücken ramme, oder? Was ist das denn? Was ist das denn? Holy fuck. Das ist voll nicht nett, Mann. Kraft hatte ich nicht mit dem WoW-Zombie-Virus angesteckt. Vorsicht. Vorsicht. Hat sich bei mir auch erst so angefühlt, als wär's nicht so, ne? Ich drück die Daumen, dass es so bleibt. Dass es sich nicht gleich offenbart. Schwierige Kiste. Hast du Bioshock gespielt? Ja. Könnte ja schon eng werden, aber da habe ich mich, ja gut, überwiegend sicher gefühlt, ne? Da gab es definitiv auch viele andere Sachen, die mich von der Unterwasser-Thematik abgelenkt haben. Und das Allerkränkste ist eigentlich, ich finde es super interessant. Ich bin mega Freund davon, so auch von diesen ganzen, also mach da jetzt nicht mega mit und bin auch kein kompletter Verschwörungsboy, aber so diese ganzen, wenn er die kennt, Megalodons zum Beispiel, Dokumentation in Anführungszeichen und so ein Gelöt. Ne? Ich bin mega interessiert an der Tiefsee. Ich finde das genauso interessant, wie es mir eben auch Angst macht. Ne? Und Bioshock hat ja das Glück, dass das meiste innerhalb dieser Unterwasserstadt passiert ist. Und darum ging das echt ganz gut. Noch besser mit dem dritten Teil, wo wir in der Luft waren. Das hat mir noch besser gefallen. Das war noch einfacher. Aber aufgrund dieser drückenden Atmosphäre und der Horrorelemente von Bioshock, wenn man es denn so nennen kann, war ich zum Glück immer gut abgelenkt von dem generellen Unterwassergelöten. Und deswegen Bioshock konnte ich problemlos spielen und zählt zu einer meiner Lieblingsgame-Reihen tatsächlich auch. Ironischerweise, könnte man fast sagen. Wenn du sie erwischt, ist die Endmission viel easier. Ach, gucke! Spam beim nächsten Mal einfach den Attentatknopf. Geht doch, okay. Ich dachte, soll vielleicht gar nicht so sein. Und man rennt immer verzweifelt mit. Aber gut, wenn dann die Möglichkeit besteht, dann kann man das natürlich nochmal probieren. Ich weiß noch nicht, wie ich mich jetzt am besten hier runterbegebe, ehrlich gesagt. Weil es ist schon relativ voll. Aber da scheinen wir schon den ersten zu haben. Can't Jack, man kennt ihn. Megalodon, dann bist du bestimmt Fan vom Film High Alarm auf Mallorca. Deswegen sagte ich so Dokus, ne, so History Channel, so nicht nur, oder D-Max, nicht nur so die Ice Road Trucker und die Ludolf, sondern auch irgendwelche Leute, die den Megalodon mit riesigen, keine Ahnung, Fleischködern in der Tiefsee jagen und so ein Kram, ne, weiß ich nicht, sowas habe ich mir auch mal angesehen. So eine Mischung aus Angst davor und generellem Interesse, ja, und meistens überwiegt die Angst. Lul, das Problem ist, er ist auch zu weit weg für mein Messer, ne, so einen starken Wurfarm habe ich nicht. Ah, wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Im Zweifelsfall schwimmen wir einfach. Das würde ja auch gehen. Wurden ja eben schon böse besearched, dass ich hier nicht schwimmen würde. Vielleicht ist das eine ganz gute Möglichkeit. Guck mal, können wir hier runter? Bestimmt, oder? Jo, das geht auf jeden Fall. Sehen die uns im Wasser, ist natürlich die Frage. Vielleicht müssen wir die weder stellen noch beantworten. Oh, okay, die sehen uns im Wasser. Ich bin nur ein Delfin, Sir. Hat funktioniert. Bin toller Delfin, Alter. Einwandfreie Sache. Das läuft. Und nutzt dann Rauchbomben. Ah, die Rauchbomben. Ja, sehr gute Sache. Siehst du die Taktikelemente? Das läuft hier. Vielleicht könnten wir hier auf dieses Schiff und könnten von dem Schiff den ersten zumindest mal wegsmacken. So. Butz. So zum Beispiel. Ja, das hat doch... Oh shit, der Polizist. Oh nein. Oh nein. Verdammt. Ich dachte, hier wäre gar nichts. Dann ist da ein Polizist auf dem Schiff. Ja, ich bin weg. Shit, es ist nur einer, oder? Den müssten wir eigentlich problemlos natzen können. Hier, oh, es sind natürlich zwei, klar. Hier, die Schiffswärter oder was? Mann, jetzt entferne ich mich zu doll von meinem Ziel. Oh nein! Oh nein, wie ätzend! Was ist passiert? What? Durfte ich jetzt nicht mit dem Schiff fahren, oder? Also, wieso fährt denn ein Schiff los, mit dem ich nicht fahren darf? So... belebte Spielwelt, oder was? Das war ein höchst interessantes Element. Ja, du, man lernt nie aus, ne? Man lernt nie aus, wie das hier vonstatten geht. Ins Schaufelrad möchte ich bitte trotzdem nicht geraten. Oh, oh, oh. Guck mal, die Delfine hier in der Themse, ne? Ja, da guckst du mit deinem Hut. Das würde ich aber auch. Das würde ich aber auch. Das wäre sehr seltsam. Das war sehr seltsam gerade, der Spawn irgendwie. Mal gucken. Mal gucken. Die Delfine sind gerade alle irgendwo in eine Ecke geschwommen. Und schämen sich dafür. Ja, das gehört sich auch so. Delfine haben übrigens unfassbar oft Sex. Erinnert euch an den Mad Moments Part, wo wir damals, ich glaube, noch mit Dennis auch drüber gesprochen haben. Dass Delfine auch manchmal so muscheln und so vergewaltigen und überall einfach ihren Lörres reinstecken, ne? Das sind die cleversten Tiere, die wir kennen. Die muscheln vergewaltigen.
Ehre, Alter. Damit lassen wir unsere Kinder schwimmen. Oh, der Delfin will kuscheln, Mutti. Have fun, Samantha. Have fun. So, wo ist denn jetzt der andere Keck? Das waren doch zwei, oder nicht? Es ging doch... Ahaha. Um die Brüder ging es nämlich. Das ist ja, Freunde. Das ist ja hier wie so ein Assassinen-Geschenkkorb. Hör mal, das ist wie so eine Pralinenkiste, wie der hier steht. Guten Tag, Sir. Sie haben Ihre GEZ-Gebühren noch nicht bezahlt. Zack. Und Sie werden es auch nicht mehr. Plot-Twist. Wer rapet nicht täglich ein bis zwei Muscheln? Ja, deswegen heißen die auch Leckmuscheln. Ne, wie auch immer das zusammenhängt. Aber gut, vielleicht gibt es auch einige Mutagenopfer unter uns, die irgendwie an ihrem Cock noch eine Zunge haben. Was macht ihr denn hier? Was ist denn das? Eine Mischung aus Cricket und Baseball oder was? Aber für die Armen? Also für die ganz Armen? Ja, sehr, sehr seltsame Geschichte da, die ich gerade gesehen habe. Sehr, sehr seltsam. Muscheln mögen das. Craft, wenn er schwarz fährt, warum fährt der Bus los, wenn ich nicht mitfahren darf? Genau so. Wieso werde ich rausgeworfen? Ja, sie müssen doch gegen das System sein. Sie müssen sich erheben. Ach man, zwergischer Lord, mach es gut. Ich finde Oktopus-Fortpflanzung immer noch am besten. Schön den Tentakel vom Körper abtrennen und er macht es dann selbstständig den Rest. Das ist super, oder? Das ist ja irgendwo auch die Zeitersparnis schlechthin, wenn das so funktioniert. Nice. Wenn du etwas spürst, was du nicht kennst bei den Delfinen, der kitzelt dich nur, genieße es. Ja, krank, oder? Oh, diese Delfin-Hose, ich raste aus. Ich schätze mal, da wir die Themse jetzt eigentlich befreit haben, oder? Kriegen wir jetzt so eine extra Mission, sobald ich hier rausgehe? Oder halt auch nicht, ne? Oder auch nicht. Habe ich einen Bezirksteil vergessen? Leprasex? Geil, Gottes Willen. Gottes Willen. Das ist ja schon wieder. Die Themenpalette ist sehr mysteriös. Das ist Westminster, Lambeth, Southwark, The Strand. Wieso habe ich jetzt keine Endmission für die Themse? Ist das jetzt einfach meins oder was? Hä? Oder zählt das hier noch zur Themse? Oh ja, kämpfen Sie um die Eroberung der Themse. Ich wage mal den Vergleich, dass das unsere Endmission sein könnte. Aber ich verrate nicht, warum. So, dann machen wir mal eine Schnellreise und zwar möglichst hierhin, weil das sieht aus, als wäre es an Land. Da können wir ein bisschen über die Dächer. Dann gucken wir uns diese Endmission jetzt mal an. Nachdem wir bei der letzten ja kläglichst gescheitert sind, hoffen wir, dass sie besser läuft. Und dann gucken wir mal kurz, ob Battle.net funktioniert. So, das ist der Plan. Dann hätten wir heute Hälfte so ein bisschen gemacht. Dann schaffen wir vielleicht wenigstens eine Antorus-Runde, weil das ist schon sehr mad, weil wir auch am Wochenende ja nicht so viel streamen werden, wegen BlizzCon-Kram und Videos und Cutten und Analyse. Und das würde mich sehr mad machen, wenn wir dann unsere Antorus-Quote irgendwie ins Bodenlose treiben. Ne? Einer muss es ja mal so sagen. Das ist ja für die Statistiker unter uns ein herber Schlag ins Gesicht, das wollen wir nicht. 200 IQ, Dani, oder? Das ist so, ihr habt mal studiert, Alter. Habt mal studiert. So, da wollten wir hin. Die Themse. Die Themse, das ist da vorne auch super. Und guck mal, nichts mit Schiffen, nichts mit Schwimmen, nur über die Dächer hangeln. So wollen wir es haben. Na, wegen Tentakel abwerfen und der macht das dann selbst, wie der Leprakranke. Was? Lass stecken, ja. Lass stecken, ich komme morgen wieder. Also diese Richtung, genau. Lepra, liebe Leute. Einwandfreie Geschichte. Schwieriges Gebiet wird betreten. Ja, das hatten wir natürlich eine Zeit lang sehr, sehr lange, wo ich noch nicht wusste, dass wir auch die Themse haben. Deswegen bin ich auch doppelt und dreifach gespannt auf die Endmission, die schon wieder irgendwie aus den Markierungen verschwunden ist, oder? Oder bin ich immer nur zu blöd, das zu sehen und wechsle das automatisch? Also, Freunde, hier mit diesen Gebieten hin und her, oder? Alle 3 Sekunden neu markieren. Ich meine, so kann man das Game auch strecken. So ist ja nicht. Wir haben 70.000 Stunden Spielzeit, ne? Wenn ihr alle 3 Sekunden eine neue Mission markieren müsst. Beste Leben. Etwas andere Frage. Was ist dein Lieblingsessen, wo andere Leute sich denken würden, WTF, was ist bei dir falsch? Boah, Lieblingsessen. Also ich habe an sich kein Lieblingsessen, weil ich immer schon groß geworden bin, so auch nach dem Motto, du probierst das wenigstens, bevor es dir nicht schmeckt und siehe da, mir schmeckte fast alles. Ich esse auch gerne mal Rosenkohl oder Chicorée oder sowas mit einer schönen Soße, irgendwie schöne Sauce Hollandaise dazu, ja, ein paar Buletten, ein paar Klopse oder so und dann so Gemüserichtung, was viele überhaupt nicht leiden können. Ja, da esse ich auch so ziemlich alles eigentlich, aber ja, da ich wie gesagt immer so groß geworden bin mit, was geht denn hier schon wieder? Leute, so lagert man Kutschen aber nicht, ne? Just saying. Ich bin kein Experte, aber das sieht nicht gesund aus. Vielleicht auch Kutschenpaarungsverhalten, ich weiß es nicht. Deswegen, ich esse eigentlich alles, war immer umgeben von Leuten, die auch alles essen. Und deswegen, ja, wüsste ich auch gar nicht, was jetzt am meisten aufschreien lässt. Ne? Aber Rosenkohl und Chicorée zum Beispiel sind, glaube ich, nicht die beliebtesten Sachen.
Das sind nicht die beliebtesten. Nee, ich meine so Sachen wie Erdbeermarmelade auf Schweinebraten. Nee, da gar nichts tatsächlich. Da bin ich der, der sowas gar nicht macht, um ehrlich zu sein. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal schwanger bin. Löhl. Aber ansonsten habe ich da wenige dieser richtig perversen Sachen. Und ja, muss das auch nicht haben, ne? Muss das auch echt nicht haben, so. Da bin ich voll der Klassiker. Miss Edith Swinburne ist mit den Bedingungen einverstanden. In diesem Bandenkrieg ist alles erlaubt. Ihr kämpft um die Vorherrschaft auf der Themse. Viel Glück. Cool, Bandenkrieg, yay. Vielleicht hätten wir nochmal vorher verbessern sollen oder so. Aber fuck it, wie wir hier alle zerlegt haben, die können gar nichts. Die können gar nichts. Ne, da bin ich oft so und sage Klassik Beste. Ohne Experimente. Da fuck. Ja, warum nicht? Warum nicht? Oh, das sind einige. Das sind ein... Oh, und Scheffel macht auch... Oh, Makora! Okay, krass. Wo ist die Alte denn? Wo ist denn der Chef? Da ist sie doch, Mrs. Lila hier. Oh. Oh, Alter. Wir haben aber auch Wumms in unserem Dolch hier, Junge. Das gibt's ja gar nicht. Schön hier Messer rein, Gedärme raus, Alter. Komm, du kennst doch das Spielchen. Tu doch nicht so. Und du auch hier in die Phrase und du genauso. Und Kugeldodgen. Das ist ja hier mehr irgendwie gerade ein Quicktime-Event als alles andere. Aber die Alte kriegt aufs... Oh! Alter, haben wir sie gerade fast komplett gerichtet? Heftig. Bam. Man nannte sie die Fickerin. Ladies and Gentlemen, wir sind Evie und Jacob Fry. Und von diesem Moment an arbeitet ihr für uns. Was ist das für ein Schleifgeräusch? Okay, cool, wir haben die Themse. Goldsegen-Kukri haben wir bekommen. Themse 100% erobert. Läuft bei uns, Cash auf Tash. War eine ganz gute Runde, ne? Gucke da, wie schön das alles gehen kann, wenn man nicht nur in Gebieten unterwegs ist, die zu hoch für einen sind, sodass dann sogar das Game warnt. Ha, wer denkt dann an sowas, oder? Niemand. Magst du Lakritz? Nee, tatsächlich nicht. Nicht unbedingt. Also, wenn es da ist, esse ich es auch, aber muss nicht sein. Tintenfische kuscheln auch gern mit Menschen, wenn man ihnen vorher Ecstasy gibt. Okay, als ich das gelesen habe, war ich traurig, nie in der Forschung angefangen zu haben. Die machen wenigstens witzige Sachen. Ja, Johnson, wir haben hier selten einen Tintenfisch. Ja, hast du ihn schon unter Drogen gesetzt? Nee, warum? Wie, warum? Wie, warum? Los jetzt, Junge. 8 Arme, 8 Spritzen. Ja, so einfach kann es sein. So einfach kann es sein. Bei mir ist Sauerbratensoße, Klöße und Apfelmus. Oh, das ist auch interessant. Klingt auch gar nicht so eklig, muss ich sagen. Gerade Apfelmus oder Äpfel allgemein. Ne, hier mal irgendwie einen Bratapfel, da noch einen in die Gans stecken. Den nächsten machst du zu Mus, den nächsten in eine Soße. Ja, den nächsten isst du so. Das ist gar nicht so pervers, finde ich zumindest. So, wir wollten mal eben gucken, auch wegen Gang-Upgrade. Oh, Boys, wir haben Cash auf Tash, ne? Synosia, hallöchen. Wir haben Cash, verrückte Wissenschaft. Schalten Sie das erste Galvani-Bomben-Upgrade frei. Gut, die benutzen wir ja so gut wie gar nicht gefühlt. Was war hier noch? Es kommen nur noch beschädigte Waffen in den Quartieren der Blighters an. Jetzt sind sie nicht mehr so furchterregend. Ich glaube, wenn wir die weiter nerven, dann ist das eine ganz gute Sache. Oder verstärken wir unsere? Ich glaube, das ist generell erstmal egal, ob unsere gerade auch für die Gang-Krieg-Endmission besser sind oder die Gegner schlechter. Das wiegt sich ja irgendwie auf, oder? Das wiegt sich ja irgendwie ganz gut auf. Echt, ich werde dafür total gehasst hier. Ja, hier wird generell jeder immer total gehasst, sobald er irgendwas sagt. Das ist relativ egal. Du hättest jetzt auch ein Heilmittel gegen Krebs vorstellen können. Da wäre auch irgendwie was eingefallen. Jetzt sind wir der Coin Master. Das ist so. Caesar, hallöchen. Grüße. Dann noch einen in die Gans stecken. Ist nicht so pervers. Bin raus, Leute. Ja, mega traurig. Ja, heute gelesen, dass Landwirte statistisch von allen Bevölkerungsgruppen und Berufsschichten den meisten Sex haben, Dani. Mit diesem Gedanken verabschiede ich dich an dieser Stelle. So, ja, wir nehmen die stumpfen Klingen. Ich finde diesen Bereich sehr, sehr gut, weil wir mit denen ja sowieso ständig irgendwie rumfighten und so weiter. Wir könnten auch noch Fehlzündungen, Explosion ihrer Waffen. Das ist halt alles teuer, aber ich meine, das lohnt sich, oder? Ich finde diesen Baum sehr, sehr gut und wir haben jetzt so schnell auch Ressourcen und Co. angehäuft, allein auch, weil wir ein paar Kisten auf der Themse geklaut haben. Das nehmen wir einfach alles mit, ey. Wenn die uns erschießen wollen, explodieren die Waffen einfach. Richtig nice. Oh, für Templer können wir das auch machen. Das ist cool. Das ist cool. Okay, ja, und dann haben wir immer noch oben insgesamt genügend gelötet. Das hat irgendwie unser Income erhöht.
Fahrer mit dabei, Training. Ja, ich weiß nicht. Waffenbrüder. Das wäre jetzt so, wenn wir die ständig mitnehmen, ne? Wenn wir immer rekrutieren und mit denen zusammen rumrennen. Gut, dass ich Landwirt bin. So. Einwandfrei. Einwandfrei. Woldi, mach es gut. Mach es gut, mach es gut. Jetzt frage ich mich, wieso das so ist, dass Landwirte angeblich mehr Sex haben. Ja, weiß man nicht, ne? Das weiß man nicht genau. Mal hier so eine Wühlmaus. Ey, gut, lassen wir das. Freunde, wir haben sehr schön verbessert. Wir checken mal noch unsere Fähigkeiten, weil wir haben bestimmt schön Punkte. Jawollo. Und könnten jetzt hier noch Richtung Verstümmeln gehen. Was haben wir denn hier? Adrenalin. Erhöht die Regenerationsrate ihrer Gesundheit. Okay. Vielleicht sparen wir erstmal. Ich glaube, wir sparen. Das hier sind ja sowieso dann die unterschiedlichen Geschwistertalente auch. Ich glaube, wir sparen. Checken wir lieber nochmal Inventar. Gab es ja auch einige Sachen hier. Waffen. Gab es ja was Neues. Benötigen Level 7. Holla. Wisst ihr noch gestern beim T-Mog-Wettbewerb, wo ich noch gesagt habe, wir haben ja bei Assassin's Creed geschaut und hier diese Dolch-Insignien und wie nennt man das denn? Was ist denn der Begriff? Stickerei kann man ja nicht sagen. Gravierungen oder Gravuren, aber eigentlich auch nicht, weil es ja so ausgestanzt ist. Stanzungen, Prägungen, irgend sowas, ja. Krass, okay, dann haben wir direkt mal einen Fashion-Dolch für Level 7, der auch gleich noch besser ist, den wir dann auch verbessern können. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Na, dann war das doch erfolgreich, Freunde. Dann war das doch erfolgreich, dann reisen wir eben zur Bahn. Warum sind die Dolche eigentlich so geknickt? Weil die dann cooler aussehen. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was der Sinn davon ist. Dass du leichter die Kehle so im Vorbeigehen aufschlitzen kannst oder so. Dass es so sich der Form des Schlages anpasst oder so. Weiß ich nicht. Haben wir einen Waffenexperten da, der sie mit Kukri-Dolchen auskennt? Keine Ahnung. Der Silberne ist cool. Ja, die fetzen, ne? Deswegen habe ich ja gestern auch beim T-Mog-Wettbewerb auf die Klingen von dem Assassin's Creed Cosplayer verwiesen, die ja wirklich auch so gebogen waren. Ja, wie bei den Kriegern aus Hammerfell. Oder Hammerfall. Die haben gebogene Schwerter. Gebogene Schwerter. Rocktool! Rocktool, ich komme in WoW nicht rein. Wir probieren das gleich nochmal. Ich komme in WoW nicht rein. Ich habe ganz Tag aufgenommen heute. Dann starte ich Stream und nichts geht, Mann. Nichts geht, so fucking sad. Grüße. Da gucke ich mal eben. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Okay, Boys, wir probieren jetzt nochmal eben Battle.net. Ich hau euch so lange mal den Pausenscreen rein, weil ich auch noch nicht genau weiß. Heute ist Donnerstag, ja. Weil ich noch nicht genau weiß, inwieweit jetzt alles explodiert oder auch nicht, wenn ich jetzt WoW nochmal probiere.